So, ja, Skill-Based Matchmaking. Wenn ich mir immer die Levels angucke, es ist ein Witz. Willkommen zum Road to Commander. Ich habe noch ungefähr 40 Minuten Doppel-XP, die ich hoffentlich erfolgreich ausnutzen kann. Irgendwas wollte ich zu Skill-Based Matchmaking sagen, das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob man noch viel dazu sagen muss, aber... Wo ist er hin? Ich spiele das, Servus. Gucken, ob wir den Hardpunkt einnehmen können. Oder zumindest kurz mal halten. Gegner haben eine Drohne. So, ja, mal gespannt, wie das jetzt mit dem Skill-Based Matchmaking läuft. Also ich bin halt einfach der Meinung, dass das Schlimmste im Spiel überhaupt ist. Auch was die Verbindung betrifft. Hit-Detection und Lobby-Suchen, das dauert so ewig immer. Wenn ich das mit den alten Call of Duties vergleiche. So. Ich glaube, wir halten den Punkt noch ein bisschen. Ich hoffe, meine Claymore rettet mich. Diesen Schei... Würdest du irgendwas töten, Waffe? Was war das denn? Ich habe wie viel Kugeln in jeden reingeballert? Oh mein Gott. So, schön, Mitspieler. Muss kurz nachladen. Die haben auch dieselbe Idee, ey. Wie bist du eigentlich hinter mir? Wie funktioniert das? Magie, Alter. So, ich bin Level 35, bin aufgelevelt. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Das war ein Superspawn. Ja, Modern Warfare, du hast Probleme. Gucken wir uns das kurz nochmal an. Das ist so lustig. Oh mein Gott. Mitspieler, ihr wisst, da ist ein Hardpunkt. Nur so nebenbei. So, leider nur ein Assist. Ja, die Waffe, die ist schon genau, aber die braucht verdammt viel Kugeln, finde ich. Ich guck mal, dass ich hier einen anderen Winkel vielleicht mir hole. Ah, ich hätte schwören können, dass ich ja jemanden gehört habe. Wo bin ich? Ah, neuer Hardpunkt. Alles klar, Mitspieler sind schon drüben. Ey, diese Waffe. Gut, was sind wir denn? 8. Die Mitspieler gehen schon teilweise raus. Wieso auch nicht bei den Levels, die die Gegner haben. Was mich halt einfach nur dran stört, ist, dass ich nie niedrigere Levels sehe. So, wenn ich andere Modern Warfare-Teile mal durchspiele, gibt's immer niedrigere Levels, aber nicht in dem Spiel. Und da die Waffenaufsätze hier schon relativ wichtig sind, bin ich halt immer im Nachteil. Weil ich schlechtere Aufsätze habe. Er ist oben drauf. Du kannst nichts von dem Kopf sehen, während er da oben am Headglitchen ist. So, wo ist der nächste Hardpunkt? Wieder in der Mitte. Den kann ich nicht erkennen, aber okay. So, also mein Aim ist noch nicht die beste, aber... Ich merke gerade auch, ich habe keine wirklich gute Sitzhaltung hier gerade. Ich versuche mal... Ich kann nicht nur einen Kill unten rechts haben. Ich habe doch drei Leute oder so gerade getötet. Wird das nicht aktualisiert, wenn man EMP'd ist? Das ist ja seltsam. What? Guck mal, ich habe unten einen Kill. Ich habe drei Leute am Stück getötet oder so. Was ist mit diesem Game los, Mann? Das hat so viele Bugs. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. So, mein Team nimmt wieder keine Punkte ein. Das waren 5 Hitmarker, glaube ich, aber okay. Tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. So, wie viel steht's denn eigentlich? Ach, wir führen. Sehr gut.
Problem ist, dass die Mitspieler auch über die Gegner auch über die Wand hüpfen können. Also die Mauer. Wie genau bin ich gestorben? Ah, okay, da kann man entlang gucken. Wieder was gelernt. Mitspieler. Nee, ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Ach, guck mal an, der Conorado, der ein scheiß PC-Spieler ist. Ist der Beste. Enemy Wilson. Das ist natürlich wieder sehr cool. So, mal gucken, dass wir... Ja, ich hasse es hier durchzurennen. Ich hätte mal vielleicht durchs Gebäude rennen sollen. Haltpunkt ist ein bisschen chaotisch. Vor allem, wenn man gegen 100er Levels komplett spielt. Also wenn Call of Duty die Idee hatte, dass Pistolen One-Shot-Waffen sein sollten, Glückwunsch. Kein Wunder, dass ihr Awards für bestes Multiplayer-Spiel in diesem Jahr bekommt. Pistolen, die One-Shot machen und man schießt nicht mal wirklich auf den Kopf. Guck mal, ob ich wieder 2 Meter irgendwann mal rennen kann, ohne zu sterben. Ich höre hier jemanden feuern. Ach ja. Das ist geil. Diese Waffe, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vor allem, ich habe auch noch Aufsätze drauf, die eigentlich auf Distanz besser machen sollte. Eigentlich. Ja, also, dass ich irgendwie noch Serien krieg in der Runde, kann ich, glaube ich, backen. Das ist vielleicht ein bisschen langsamer. Spiele. Wo bist du entlang gelaufen, um da hinzukommen? Ich habe dich nicht gehört. Wahrscheinlich hat er Totenstille gehabt. Ja, ist wieder klar. Diese Pistole ist geil. Ist göttlich. Man muss einfach irgendwo hinschießen und dann stirbt man. Muss bestimmt irgendwie die Hitbox von der RPG-Granate haben. Ah. Ja, ich konnte nach links und nach rechts gucken, hab leider mich für die falsche Richtung entschieden. Ich habe eigentlich eine Rakete, eine Stun-Granate geworfen. Ja, also ich finde Shoothouse geil. Ich weiß nicht, wieso die Leute diese Map lieben. Das ist der reinste Chaos. Das sind die behindertsten Spawns. Aber das auch nur, weil jede andere Map genau das Gegenteil davon ist, glaube ich. Wer war das? Alter, ich höre den nicht. Spieler guckt nicht nach links, aber... Ich glaube, den Haltpunkt halten wir gut. So, mal gucken, ob ich den noch krieg. Nee, ich habe keinen Supersprint gehabt. Er ist in dem drin quasi. So, ich hab den Hardpunkt.
Wieder, ich brauche Hilfe. So, die haben wieder Serien. Ich sehe absolut nichts. Oh mein Gott, alles wackelt, alles ist weiß. Das ist auch so ein Ding in diesem Spiel, dass man einfach nichts erkennen kann. Zwar eine tolle Engine, sieht zwar alles cool aus, aber für gutes Gameplay sorgt die nicht wirklich. Drei Gegner waren schon da hinten. Und wir spawnen hier immer noch. Sehr gut. Und wir haben gewonnen. Ja, das war anstrengend. Zum Glück macht Skill-Based Matchmaking immer so viel Spaß, weil man sich nie komplett durchschwitzen muss durch so eine Runde. Guck mal, dass ich vielleicht gleich einen anderen Modus spiele. So, ich habe mich angemeldet für Herrschaft 6er und 10er Lobbys. Und ich habe mir ein neues Visier drauf getan. Und ich glaube, das war's. Noch irgendwas geändert? Oh, dieses Visier ist ja komisch. Da sieht man ja die halbe Waffe noch. Ich glaube, ich habe mir auch ein anderes Magazin drauf getan. Sprich andere Kugeln. Die ändern, glaube ich, dass die Waffe ein bisschen mehr kickt. Aber dafür sind die Schüsse stärker. Oh ja, die sind definitiv stärker. Auch auf Range, glaube ich. Dann gucken wir mal, dass wir die Flagge einnehmen können. Nicht irgendwo mal hinter das Auto kommen. Hinter mir sind Schüsse. Ich hoffe, das sind die Mitspieler. So, Mitspieler, alles klar da auf vorne. So. Und jetzt? Und jetzt? Ich ärgere mich immer noch über diesen komischen Bug, dass meine Killstreaks einfach nicht zählen. Jetzt bin ich beim Spawn von dem. Mal gucken, dass ich vielleicht ein paar von hinten erwische, während sie sich spawnen. Wäre der Traum. Sind die denn alle? Dass hier noch drin vielleicht einer ist. Auch nicht. Das ist aber seltsam, Alter. Was sind die denn alle? Vor allem wie am B. So eine Claymore, ich glaube, die hatte ich hier drin gehabt. Allerdings will ich jetzt hier nicht bleiben. Ich camp einfach mal woanders. Wieder. Ah, ich wusste, dass ich nicht mehr genug Kugeln habe. Aber diese Waffe, die nervt halt schon, was die Magazingröße betrifft, ey. Gut, aber die Lobby ist definitiv ein bisschen gechillter als die von gerade eben, ey. Sehe ich aber auch wieder an den Levels. Ich meine, Leute sagen immer, Levels sagen nicht viel aus, aber eigentlich schon. Das sind Leute, die mehr Zeit ins Spiel investieren, die einfach bessere Sachen freigeschaltet haben. Die sitzen bestimmt alle im Haus. Ah, scheiße. Also, dass man einfach nicht mehr wirklich die Leute gut erkennen kann, wenn hier alles mit Rauch und Staub und so versehen ist. Gerade noch so gesehen. Totenstille. Mach mal das hier noch hin. Nein, ich will hier hoch. Ist das denn so schwer? Mitspieler. Ich glaube irgendwie, dass die alle raus sind, oder? Wieso sind die hier nirgendwo? Komm, nee, das wird nix. Scheiße. Die Gegner, die interessieren sich nicht wirklich für die Flaggen, habe ich das Gefühl. So, ich bin ein bisschen spät reingekommen, bin aber trotzdem ganz gut. Also. Ich denke mal, wir werden das Spiel auch gewinnen. Der ist hochgerannt. Puff, das war knapp. So, wir haben Bravo anscheinend verloren. Gucken, ob wir hier drin sind.
So, schön flankiert. Ja, die Waffe ist schon gut mit dem... Die Waffe ist schon gut mit dem... Mit den anderen Magazinen. Ich weiß nicht, ob ich B überhaupt einnehmen soll, also... Ich bin eigentlich auf einer Killstreak und wir werden wahrscheinlich eh gewinnen. Oder er hat gerade Enemies hier gesagt. So, Kollege hat B eingenommen, ich habe ihn unterstützt, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ah, scheiße, ich vergesse, dass man da oben hin kann. Kacke. Müsste eigentlich eine 5er-Serie gewesen sein. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte ich 8 Kills. Ah ja, stimmt, oben. Ja, ist ja nicht so, als wäre das unser Spawn oder so. Definitiv nicht so. So, wir haben wieder alle Flaggen. So, ich glaube, die Gegner sind jetzt drüben, ja. Ich komme hier schon, wartet auf mich. Also kann ich die Gegner hier sehen, wenn die langlaufen? Die Gegner sind aber auch die ganze Zeit nicht da, wo ich sie erwarte, weil die einfach nicht wirklich Herrschaft spielen. Wie ist der bitte gestorben? Hab ich da nicht gerade eine Stun reingeworfen? What? Okay. Den hole ich mir, Leute. Versuchen wir jetzt nochmal. Tja, wo ist er hin? Tot. Nein, Assist nur. Tja, wo sind die jetzt? Servus. So, scheinbar ist da oben einer. Ich höre hier jemanden, ich wusste es doch. Ja, also wenn die wenn die Levels nicht so hoch sind, ey, dann ist schon die Atmosphäre etwas gechillter meistens. Aber gut, ich meine, wir haben auch das bessere Team, muss man sagen. So, ich will noch ein bisschen Punkte. Mit Doppel-XP. Hat alle getötet, gell? Ach Mann, Leute, macht da auch mal was. So, hier ballert jemand. Gerade rein. Wo ist er hin? Seltsam. Ja, gut, also ist ja nicht so, als wäre es eine Überraschung, wenn die Leute ein bisschen am Campen sind, aber na gut. So Leute, ich hoffe, dieses Gameplay hat euch gefallen. Ja, ist halt Modern Warfare und muss halt ein paar Sachen, muss man sich einfach mit abfinden. Lasst mir gerne ein Like da, bis zum nächsten Mal. Tschüss.